Ahoi und Tag gesagt, die Beleuchtung im Terrarium ist ein wesentlicher Faktor für das Wohlbefinden von Pflanzen und Tieren. Wir Menschen haben uns an das Sonnenlicht über die Zeit angepasst. Wenn dir aber ein Leuchtmittel gefällt, kann es gut möglich sein, dass deine Tiere dieses Licht ganz anders wahrnehmen. Auf den Verpackungen der Hersteller gibt es teilweise verwirrende Angaben. Ich zeige dir hier, worauf du bei der Beleuchtung im Terrarium achten musst. Nachdem du dieses Video geschaut hast, solltest du wissen, welches das für dich passende Leuchtmittel ist. Wie gewohnt werde ich den Geheimnissen des Lichts in 5 Kategorien nachgehen. Spektrum, Lichtstärke, Farbtemperatur, UV- und IR-Licht. Das Thema Beleuchtung ist eine hohe Kunst der Wissenschaft. Pythagoras noch war der Auffassung, dass heiße Sehstrahlen von den Augen ausgehen und von anderen Objekten zurückgedrängt werden. Den ein oder anderen wird das Thema hier langweilen. Wenn du das Video aber bis zum Schluss schaust, garantiere ich dir hier den ein oder anderen hellen Moment. Am Ende werde ich alle gängigen Leuchtmittel mit Vor- und Nachteilen kurz vorstellen. Sonnenlicht erreicht die Erdatmosphäre mit einem Leistungspegel von ungefähr 1 Kilowatt pro Quadratmeter. Diese Energie beeinflusst alle Stoffwechselvorgänge in Tier- und Pflanzenwelt. Alle Tiere assoziieren Licht mit Wärme. Wofür brauchst du also eine gute Beleuchtung im Terrarium? 5 Schlagworte: Tag-Nacht-Zyklus, Wahrnehmung, physiologisches Wohlbefinden, Bildung von Provitamin D3 und die Thermoregulierung. Das Spektrum des Sonnenlichts hat eine gleichmäßige Verteilung aller Spektralfarben. Deine Terrariumbeleuchtung sollte also auch ein breites Spektrum ohne Lücken aufweisen. Lampen dieser Art werden Tageslichtlampe oder auch Vollspektrumlampe genannt. Sonnenlichtspektrum beginnt bei Mikrowellen und endet bei Funkwellen. Wir Menschen nehmen davon nur einen geringen Teil wahr. Reptilien aber sehen auch im UVA-Bereich. Qualität und Intensität des Sonnenlichts bestimmen den Tagesablauf. Die Farbgebung ist abhängig von der Lichtintensität. Bis jetzt alles noch überschaubar, deswegen gleich der zweite Punkt, die Lichtstärke. Um die Lichtstärke besser zu verstehen, solltest du wissen, was der Unterschied zwischen Lux und Lumen ist. Sonnenlicht kann eine Lichtstärke von 1 bis über 100.000 Lux aufweisen. In einem schattigen Wald sind das immerhin noch 5.000 bis 10.000 Lux. In der australischen Wüste können Lichtwerte zwischen 150.000 und 300.000 Lux auftreten. Mondlicht dagegen hat einen Luxwert von 0,25. Du solltest immer von 5000 bis 10.000 Lumen pro Quadratmeter Terrariengrundfläche ausgehen. Der Luxwert ist hier am aussagekräftigsten. Er gibt an, wie stark das Licht auf einer Fläche ankommt. Je höher der Luxwert, desto mehr Licht trifft auf die gemessene Fläche. Lumen hingegen gibt den vorhandenen Lichtstrom an. Die Lichtstreuung und Verteilung wird hier nicht mit einbezogen. Ein sehr gut ausgeleuchtetes Terrarium kann über 6000 Lumen aufweisen. Da ich hier in meinem Krebsterrarium eine Grundfläche von einem halben Quadratmeter habe, brauche ich also, um einen schattigen Tag nachzuahmen, ca. 2500 bis 5000 Lumen. Ich habe mal mit einem Luxmeter nachgemessen, am Tag erreiche ich ca. 5000 Lux. Anhand des Abstrahlwinkels und der Entfernung kannst du das nun auch wieder in Lumen umrechnen. Du siehst hier in den Zeitrafferaufnahmen, wie sich nicht nur die Lichtstärke, sondern auch die Farbtemperatur ändert. Und auch, wie meine Coenobita-Arten darauf reagieren. Was mich gleich zum nächsten Punkt führt, der Farbtemperatur. Diese wird ausgedrückt in Kelvin. Der standardmäßige Durchschnittwert für Tageslicht beträgt rund 5600 Kelvin. Obwohl dies von 2000 Kelvin bei Sonnenuntergang bis zu mehr als 18.000 Kelvin bei Bewölkung oder feuchten Bedingungen variieren kann. Je höher die Kelvinzahl, desto bläulicher und kälter das Licht. Von Tageslichtweiß spricht man ab 5.300 Kelvin. Die Fähigkeit einer Lichtquelle zum Erhellen eines Gegenstandes im Vergleich dazu, wie der Gegenstand im natürlichen Licht erscheinen würde, wird im Farbwiedergabeindex R, englisch CRI, ausgedrückt. Natürliches Sonnenlicht hat einen CRI von 100. Jedes künstliche Licht mit einem Farbwiedergabeindex von mehr als 95 wird heutzutage als Vollspektrumlicht angesehen. Da es einen Gegenstand so erhellen kann, wie es unter natürlichem Licht erscheinen würde und folglich eine gewisse Menge aller Wellenlängen innerhalb des sichtbaren Spektrums enthält. Die Farbgebung ist abhängig von der Lichtintensität. Ich komme jetzt zum für uns unsichtbaren Teil des Lichtes, dem UV-Licht. Tagaktive Tiere brauchen UV-Licht, dieses regt die Vitamin-3-Synthese und Pigmentierung an. Auch fleischfressende Tiere, die Vitamin D mit der Nahrung aufnehmen, brauchen dieses UV-Licht. Ob auch nachtaktive Terrarientiere UV-Licht brauchen, ist Thema etlicher Diskussionen. Du solltest wissen, dass tagaktive Reptilien nicht den ganzen Tag im direkten Sonnenlicht verbringen und auch nachtaktive Tiere sind in der Natur einer geringen UV-Strahlung ausgesetzt. Die UVB-Strahlung regt die Vitaminsynthese an und ist für Reptilien am wichtigsten. UVC ist für alle lebenden Organismen gefährlich. In der Natur ist der UVB-Wert aber nicht konstant. Dieser steigt und sinkt mit den Wetterbedingungen. Am Äquator, an einem klaren Tag um die Mittagszeit, beträgt die UVB-Strahlung ungefähr 270 Mikrowatt pro Zentimeter. Man braucht UVB-Licht also nicht konstant im Terrarium.
Die meisten Reptilien bauen ihr Vitamin D3 in der freien Natur aus der UVB-Komponente des Sonnenlichts auf. Vitamin D3 ist bedeutend für einen effizienten Calciumstoffwechsel der Reptilien. Wenn nicht genügend Vitamin D3 zur Verfügung steht, wird das Tier rasch einen Zustand erreichen, der als Knochenerweichung bekannt ist. Was du über UVA-Licht noch wissen musst: Da Reptilien im UVA-Bereich sehen können, erscheinen Futter und Körper unter UVA-Strahlung in einem Reptilienauge anders als du es siehst. Kommunikation und Signale werden von Reptilien anders wahrgenommen und interpretiert, wenn keine UVA-Strahlung vorhanden ist. Wenn du also deinen tagaktiven Tieren kein UVA-Licht zur Verfügung stellst, kann dies eine veränderte Wahrnehmung und Stress bedeuten. UVA-Strahlung ist auch eine wichtige Komponente beim Brüten. Bei der UV-Strahlung musst du verschiedene Faktoren bedenken. In Wald- und Strauchlandschaften gibt es mehr Schatten als in Ebenen oder Wüsten. Außerdem gibt es in dichten Wäldern viele Abstufungen mit hohen Werten an den Baumwipfeln bis hin zu sehr niedrigen UV-Werten am Boden des Waldes. In Grünland und Savannen gibt es die gleichen Abstufungen, auch für kleinere Arten, wobei größere Arten der UV-Strahlung stärker ausgesetzt sind. In Wüsten besteht nur wenig Schutz vor direktem Sonnenlicht und die UV-Werte werden durch Reflexion noch verstärkt. In einigen Bergregionen gibt es Täler, in denen die ersten Sonnenstrahlen den Lebensraum erst einige Stunden nach Sonnenaufgang erreichen. Dadurch wird die Dauer des Kontaktes mit den UVB-Strahlen erheblich reduziert. Da deine Tiere das Licht mit Wärme verbinden, hier wohl der wichtigste Bereich, die Infrarotstrahlung. Um 1800 wurde die Infrarotstrahlung von Friedrich Wilhelm Herschel entdeckt beim Versuch, die Temperatur der verschiedenen Farben des Sonnenlichts zu messen. Jenseits des roten Endes des sichtbaren Spektrums wurde die höchste Temperatur angezeigt. Infrarotlicht wirkt wärmend und ist für uns Menschen nicht sichtbar. Die günstigste künstliche Wärmequelle für tagaktive Reptilien ist eine Strahlungsquelle von oben mit Hilfe von Glühfadenlampen, die eine hohe Menge an infraroten Strahlen abgeben. Diese Spotstrahler sollen punktuell eine konstante Temperatur zwischen 30 und 60 Grad herstellen. Es gibt Infrarotlampen, die kein sichtbares Licht abgeben. Außerdem musst du wissen, dass Infrarot- und auch UV-Licht durch Fensterglas zu mehr als 50% gefiltert wird. Welche Lampen kannst du also einsetzen? Glühlampen, Halogenglühlampen und Infrarotlampen werden hauptsächlich eingesetzt, um die Umgebungslufttemperatur zu erhöhen. Sie sind kostengünstig, aber nicht sehr energiesparend. Halogenlampen sind etwas energiesparender als herkömmliche Glühlampen, da sie mehr sichtbares Licht produzieren. Bei dieser Lampenart wird in der Regel kein UVB-Licht produziert. Leuchtstoffröhren, am häufigsten genutzt werden T5 und T8, sind sehr effizient und verbrauchen wenig Strom. Sie verteilen das Licht gleichmäßig und sind daher ideal zum Ausleuchten. Das Licht lässt sich nicht bündeln und hat bauartbedingt eine geringe Bestrahlungsstärke. Sie können große Mengen an UV zusammen mit akzeptablen Mengen an sichtbarem Licht ausstrahlen. Je höher die Menge an sichtbarem Licht, desto niedriger die UV-Strahlung und umgekehrt. Energiesparlampen oder Kompaktleuchtstofflampen mit und ohne Vorschaltgerät sind nichts anderes als aufgewickelte Leuchtstoffröhren. An der Zusammensetzung des Lichts ändert sich hier nichts. Der Vorteil gegenüber Leuchtstoffröhren ist aber eine Bündelung der Strahlen und damit eine höhere Bestrahlungsstärke. LED spielen seit Jahren eher in der Aquaristik eine große Rolle. Und auch im Terrarium wird diese Technik stark weiterentwickelt. Lichtausbeute, Spektralverlauf, Farbtemperatur und Farbwiedergabe kommen mittlerweile sehr nah an eine Metalldampflampe heran. LED-Lampen sind stromsparend, haben eine hohe Lichtausbeute und einen geringen Wärmeverlust. Sie produzieren in der Regel kein UV. Reptilien erscheint das Licht allerdings farbig und nicht weiß. Metalldampflampen, Hochdruckmetalldampflampen und Quecksilberdampflampen sind im Terrarium die erste Wahl. Diese Lampen kombinieren Tageslicht mit UVA, einem UVB und einem Infrarotanteil. Nur HQIs mit Reflektoren können auch die 100.000 Lux wie in der Natur erreichen. Der Vorteil bei Metalldampflampen: Du hast hier das Spektrum, die Lichtstärke, die Farbwiedergabe, die UV-Strahlung und die Wärmestrahlung alles in einer Lampe. Der Nachteil ist jedoch, dass sie viel Energie verbrauchen. Je niedriger die Wattstärke hier, desto weniger stabil ist die Lampe. Diese Lampen sind eher was für große Terrarien. Wenn man HQLs als Außenlicht einsetzt, spricht man von Lichtverschmutzung, da Insekten, Vögel, Fledermäuse und Amphibien auf die UV-Strahlung reagieren. Du solltest bei der Installation unbedingt auf die Entfernung zum Tier achten und die Vorgaben des Herstellers beachten. Fazit: Um natürliche, sichtbare Lichtbedingungen im Terrarium zu erzielen, solltest du nach einer Vollspektrum-Tageslichtlampe Ausschau halten mit einem breiten, lückenlosen Spektrum. Auf einen hohen Lux-Wert setzen, der den Tieren und Pflanzen in ihrer natürlichen Umgebung entspricht. Eine Lichtquelle mit dem höchstmöglichen CRI und einer Farbtemperatur von ungefähr 6000 Kelvin einsetzen, dich über die natürlichen Lebensbedingungen deiner Tiere informieren und den UV-Strahlungsbedarf danach ausrichten. Die Infrarotstrahlung in Verbindung mit sichtbarem Licht von oben ins Terrarium strahlen lassen. Und weil du das Video bis hierher durchgehalten
durchgehalten hast, noch meine letzten Tipps. Leuchtmittel fasst du am besten nie mit den bloßen Fingern an. Fettflecken reduzieren die Lebensdauer eines Leuchtmittels enorm. Außerdem solltest du auf ein ausgewogenes Stromnetz achten. Durch Stromfresser wie Staubsauger auf gleicher Phase kommt es zu Stromspitzen, die für dein Leuchtmittel eine hohe Belastung darstellen. Beim Wassersprühen solltest du unbedingt Kontakt zum Leuchtmittel vermeiden. Als allerletztes von mir hier noch ein Link. Wissenschaftler haben eine Open-Source-Software entwickelt, um Bilder in Tiersicht umzuwandeln. So kannst du nachvollziehen, wie die Welt für deine Tiere aussieht. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gesehen hast. Solltest du eine Frage oder Anregung haben, hinterlasse mir doch einfach einen Kommentar. Ich freue mich, wenn du dieses Video teilst. Das war's schon wieder von mir für dich aus Berlin. Hinterlass ein Abo, einen Daumen, Glocke klicken nicht vergessen. Wenn du magst, kick mal wieder rein und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ahoi und Tag gesagt.